Hein, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast, der Talk heute mit Jonas Omlin. Hi. Servus, hi. Schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast zwischen Behandlung und ihr habt, glaube ich, gleich noch ein Essen mit dem Capitano. Behandlung, wie geht's dir? Geht mir gut, kommt voran. War jetzt 2 Wochen out, Zeit gut genutzt und jetzt hoffe ich, dass ich am Wochenende wieder einsatzfähig bin. Ja, das hoffen wir auch. Wenn der Podcast erscheint, wissen wir das schon, denn es kommt ja immer am 1. eines jeden Monats raus. Du hast einige Zeit jetzt schon bei Borussia gespielt, über deine Zeit da, hier bei uns werden wir auch reden, aber erstmal wollen wir ein bisschen über dich reden, über Jonas Omlin. Wie bist du Torhüter geworden? Hast du immer schon im Tor gestanden? Ja, wurde mir so in die Wiege gelegt. Nee, mein Vater und mein Bruder waren auch schon Torhüter und deswegen gab es, glaube ich, gar keine andere Wahl, dass ich mich auch da reingestellt habe. Jemand muss ja die Kleider nachtragen, das war dann ich. Ich habe es halt von früh halt schon gesehen von meinem Vater, meinem Bruder und deswegen habe ich mich auch immer ins Tor gestellt. Okay, haben die mit dir dann auch im Garten Torhüter gespielt und auch Training schon gemacht, oder? Ja, bestimmt. Nee, wir haben schon Phasen gehabt, wo wir zusammen ein bisschen trainiert haben. Vater war auch früher ganz anfangs noch ein Torwarttrainer von mir, mehr oder weniger. Und dann zu Weihnachten ein paar neue Handschuhe gekriegt und dann natürlich direkt auf den Kunstrasen gelaufen und das mal ausprobiert. Wie alt warst du? Zum FC bin ich gegangen, glaube ich, mit 4, 5 Jahren. Mir wurde immer gesagt, ja, wenn du die ersten Schienbeinschoner hast, dann kannst du kommen. Und dann habe ich die irgendwann mal bekommen und bin da anspaziert. Dann hast du dir Schienbeinschoner gewünscht, damit er schnell. Dann habe ich mir Schienbeinschoner gewünscht, ja. Wie war sonst deine Kindheit? Viel Fußball? Generell viel Sport. Schon Fußball war immer das Hauptthema. Ich habe nicht andere Sportarten im Verein oder so gemacht. Fußball war halt immer Vereinssport. Mit meinem Vater, mit meinem Bruder. Ein bisschen aufgewachsen. Volleyball. Meine Mutter war Volleyballspielerin, meine Schwester auch. Und deswegen ein bisschen das noch von als Laie mehr oder weniger. Aber Fußball war schon immer Hauptthema. Das heißt, es war nie eine Option, irgendeinen anderen Sport professionell zu betreiben? Nee, gar nicht. Es war schon von Anfang an, ja. Wie gesagt, Vater, Bruder, auch schon Fußball gespielt, dann war das für mich irgendwie auch immer so gegeben. Und ab wann wusstest du, dass du Profifußballer werden möchtest? Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Hat sich einfach so ergeben, ehrlich gesagt. Ich bin da irgendwie dumm reingerutscht, muss ich sagen. Nee, es hat mir einfach immer Spaß gemacht. Und irgendwann kamen halt da die Jugendvereine von ein bisschen Selektionen, was auch immer. Und hat man halt da mitgemacht, ja, weil es eine coole Sache war. Und ich habe das gerne gemacht, habe gerne immer viel trainiert. Es war immer eine Leidenschaft von mir. Und irgendwie schlussendlich, ja, hat man dann irgendwann mal einen ersten Profivertrag unterschrieben und ist so entstanden irgendwie. So einfach wird man Profifußballer. Ja, irgendwie, ich habe das nie mir irgendwie groß, keine Gedanken gemacht. Ich habe es einfach immer gerne gemacht und deswegen bin ich irgendwie dahin gekommen, wo ich heute bin und ich mache es auch heute noch sehr gerne. Ja, weil du eben gesagt hast, dumm reingerutscht. Du hast nämlich auch noch eine Ausbildung gemacht, Buchhalter, glaube ich. Buchhalter, Ballhalter, immer irgendwas mit Halter. Irgendwas muss ich immer halten, irgendwas muss ich immer in der Kontrolle haben. Es war eine kaufmännische Ausbildung und dann Praktikum auf dem Treuhandbasis mehr oder weniger, so ein bisschen Buchhaltung, ein bisschen Sekretariat, alles drum und dran. Aber wäre jetzt nicht mein Hauptthema geworden, glaube ich. Nee, das hast du auch schon, wir haben Fragen von Fans mit dir auch beantwortet. Könnt ihr übrigens auch mal reinklicken bei YouTube, da waren auch einige schöne bei. Da hast du schon gesagt, Bürojob ist nicht so deins, ne? Ja, irgendwie die Eltern wollten natürlich, dass man eine Ausbildung macht und wenn man noch viel trainiert hat nebenbei, musste man das irgendwie ein bisschen handeln und dann war so, die kaufmännische Ausbildung ging normalerweise 3 Jahre, bei ihr hat es so ein Sportlerangebot gegeben für anstatt 3 Jahre 4 Jahre und deswegen war das nur 50% begleitend zum Sport hin und ich habe das einfach ausgesucht, weil es passend zu meinem Trainingsalltag gepasst hat und deswegen bin ich dann ins KV reingerutscht. Hast du gesagt, okay, das passt so gerade noch rein in den Trainingsplan. Genau. Wie warst du in der Schule? Durchschnitt. Nicht viel Aufwand betrieben, aber trotzdem durchgekommen, war zu Leiden meiner Mutter, aber ich bin immer überall durchgekommen und so mit wenig Aufwand, das war die Hauptsache für mich. Hat die denn auch Volleyball professionell gespielt oder? Nee, nur amateurmäßig, hobbymäßig, aber schon im Verein halt, aber nicht irgendwie hoch oben raus oder so. Wenn du da so reingerutscht bist, hast du dann auch gar nicht dementsprechend gelebt, weil einige junge Fußballer, die leben ja dann schon so danach, gehen eben nicht raus in die Disco oder gucken auch schon früh auf die Ernährung. Hast du das damals schon gemacht oder eher nicht gemacht? Nee, gar nicht. Ich
war nie so, also in jungen Jahren war ich nie in diesen Sportschulen oder so, diese, wo das begleitet, dass ich schon erst da mit dieser kaufmännischen Ausbildung, wo ich dann halt irgendwie, keine Ahnung, 16, 17 oder so war. Und vorher bin ich halt mit meinen Freunden aufgewachsen, die halt ganz normale also in die Schule gegangen sind und am Mittwochnachmittag frei gehabt, ein bisschen Quatsch gemacht mit denen und halt abends dann halt irgendwie mal ins Training gegangen und was auch immer. Aber ja, ich habe schon viel erlebt mit meinen Freunden und weil die überhaupt nicht in dieser Fußballszene waren, sondern ja, halt normale sterbliche Jungs, die viel Quatsch in der Birne haben und deswegen habe ich schon das eine oder andere miterlebt. Das ist ja eigentlich schön, oder? Nee, wirklich, ja. Viele sagen mir immer, ja, musst du es auf viel verzichten und was auch immer, keine Ahnung. Aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass ich auf irgendwas verzichten musste. Logisch, Spiel am Wochenende war schon wichtig und man hat das schon ein bisschen halt gesteuert, dass man da nicht gerade vor dem Spiel reingegangen ist. Aber nach dem Spiel war ich immer offen für viele andere Sachen, die nicht gerade mit Fußball was zu tun haben. Ja, wenn du sagst, viel erlebt, dann ist das ja frei interpretierbar, ne? Genau. So soll das auch sein. Und dann hat sich aber irgendwann ja angekündigt, erster Profivertrag kommt. Gab es da mal einen Moment, wo du gedacht hast, soll ich das wirklich machen? Oder war für dich sofort klar, nee, unterschreibe ich? Ja, doch, irgendwie so. Schon, muss man ja machen, wenn man das angeboten kriegt, dass man da noch Geld für sein Hobby bekommt, dann muss man das ja mehr oder weniger mal annehmen. Nee, es war dann schon... ich war da in der U18 vom FC Luzern und ich konnte da in der U21 gehen, also nicht mal einen Schritt weiter und wollte aber nicht, weil mir irgendwie da die Konstellation Trainerstaff nicht gepasst hat, schon ja, längere Geschichte halt auch. Ich habe mich dann entschieden, in meinen früheren Verein zurückzugehen, wo es mir sehr gut gepasst hat, bin da in die erste Mannschaft gekommen, aber das war dann dritte Liga dazu mal in der Schweiz. Und ich habe da eine Saison auf der Bank gemacht und dann die zweite habe ich gespielt und dann im zweiten Jahr ist dann halt schon wieder der FC Luzern gekommen und hat ja, mich wieder zurückholen wollen. Und irgendwie bin ich in den zwei Jahren auch ein bisschen gereift, mit Aktivfußball groß geworden mehr oder weniger und habe dann ja verstanden, wie es so laufen kann im Profifußball mehr oder weniger. Und dann, ja, und das Angebot musste man dann schon annehmen. Also das war dann natürlich schon eine Riesenchance. Und irgendwann wurde man auch bewusst, dass man ja das doch eine größere Sache wird, dass man das eigentlich wahrscheinlich ein bisschen geplant hat. Und deswegen hat sich dann auch das Leben drumherum ein bisschen angepasst. Dieser Schritt zurück, weil dir das nicht gepasst hat, ich finde, das passt zu dir. Wir kennen uns jetzt noch gar nicht so lange und jetzt noch nicht so richtig gut, aber du erscheinst mir jemand, der sehr klar ist, der auch auf jeden Fall eine absolute Haltung hat und nicht so wischiwaschi, um es mal so auszudrücken. Ja, ich habe einfach Vorstellungen, wenn mir was nicht passt oder wenn es mir passt, dann bleibe ich sehr gerne und wenn es mir nicht passt, dann suche ich mir was anderes mehr oder weniger. Das ist so, das war früher oft so, weil ja, wenn es mir nicht passte, dann habe ich mir andere Lösungen gesucht, dass es mir dann für mein Leben wieder stimmte. Habe ich es auch längere Jahre so gemacht. Heute möchte ich es dann auch schon auch passend machen. Wenn ich mal für etwas entscheide und dann nicht alles so gut läuft, dann setze ich mich auch dafür ein, dass es dann für mich halt in der Zukunft auch passt. Und das ja, braucht man halt ein bisschen mehr Jahre, um sich da irgendwie durchsetzen zu können. Ein bisschen mehr Erfahrungen halt, so ein bisschen mehr Standing wahrscheinlich. Aber heutzutage ja, gehe ich nicht sofort aus dem Weg, wenn mir was nicht passt, sondern ja, probiere die Sachen noch zu ändern. Ja, gibt es da jemanden, der dir dabei hilft oder bist du selbst an irgendeinen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, nee, ich kann jetzt nicht bei irgendwie dem kleinsten Gegenwind zurückgehen? Man wächst irgendwie, also man wächst in solche Phasen halt irgendwie rein, also man hat auch einen anderen Lebensmittelpunkt, man ist nicht mehr nur für sich zuständig, sondern hat auch eine Familie nebenbei und alles drum und dran, wo halt auch von einem abhängig sind und dann trifft man halt Entscheidungen halt auch für die Familie und wenn es halt für die Familie gar nicht mehr passt, dann nimmt man halt die Familie weg und geht dann an einen anderen Ort hin mehr oder weniger oder wenn es halt passt, dann bleibt man halt und jetzt fühlt sich die Familie sehr wohl und deswegen ja, arbeite ich dafür, dass wir möglichst lange am selben Ort bleiben können. Ja, das hoffen wir doch auch. Ne? Also die Frage wäre natürlich später noch gekommen, wenn es dir gut geht, dann bleibst du gerne. Dann hätte ich dich natürlich ach komm, ich frage es einfach jetzt. Also dir geht's gut bei Borussia. Nee, wir fühlen uns sehr wohl hier, wirklich. Wir haben uns jetzt ein schönes Zuhause aufgebaut. Die Familie fühlt sich wohl, der Kleine hat sich gut für sein Alter gut integriert oder ist sich am Integrieren mehr oder weniger. Nee, es kommt gut, kommt wirklich gut. Leo ist ein schöner Name. Habt ihr gesagt, da sollen auf jeden Fall Buchstaben aus deinem Nachnamen mit drin sein, oder? Nö, gar nicht. Beim ersten Kind hat man sich noch 1000 Gedanken gemacht, wie der Junge heißen soll. irgendwie sind wir auf Leo gekommen, weil es uns beiden gut gepasst hat. Und jetzt beim zweiten
sind wir immer noch in der Rätselphase, was für ein Name wird. Und man macht sich auch nicht mehr so viele Gedanken, sondern hat das Gefühl, ja, man findet dann schon was. Ja, stimmt. Ihr werdet nochmal Eltern. Sehr schön. Bist du ein Familienmensch? Ja, sehr, sehr. Nee, die Familie ist schon das Wichtigste für mich. Sind für mich an erster Stelle, was das Leben angeht, für mich kommt zuerst so viel Familie und dann vieles anderes. Und deswegen, ja, ist schon ein sehr wichtiger Punkt für mich. Als du dann gewechselt bist zu Montpellier erstmal aus der Schweiz, das war ja, glaube ich, dein erster Schritt raus aus der Schweiz. Hast du dir da viele Gedanken gemacht, ob du diesen Schritt gehen sollst? Ja, man macht sich viele Gedanken im Vorhinein, aber für mich war klar, dass ich gerne mal ins Ausland wechseln möchte. Und Montpellier war einer der ersten Vereine, der mich dann wirklich auch angefragt hat oder mit wem wir dann ins Gespräch gekommen sind. Und irgendwie haben sie mir diese Aufgabe sehr schmackhaft gemacht und ich habe mich dann schlussendlich für Montpellier entschieden und bin dann da 2 Jahre gewesen und hatten eigentlich eine gute, schöne, lehrreiche Zeit, aber trotzdem war ich noch nicht 100% zufrieden, um dort weiterhin zu bleiben. Fiel ja auch in die Corona-Zeit, hat vielleicht auch noch mit einer Rolle gespielt, das war ja für alle sehr herausfordernd, aber jetzt bist du hier, zu der Zeit hier bei uns, kommen wir gleich. Vorher würde ich dich bitten, deinen Fragengalopp zu beantworten. Kurze Fragen, einfach schnell das sagen, was dir in den Sinn kommt. Lieblingsgetränk? Kaffee. Lieblingsessen? Pizza. Lieblings-Streaming-Serie? Aktuell Outer Banks. Kenne ich gar nicht. Lieblingsurlaubsziel? Ich glaube Malediven. Lieblingsstadion? Außer Borussia Park, sage ich jetzt mal. Ich hätte jetzt gesagt, jetzt mal Borussia Mönchengladbach. mein erstes Profispiel war in der Swisspor Arena in Luzern. Das wird immer in Erinnerung bleiben. Wenn du nicht Torwart wärst, welche Position würdest du am liebsten spielen? Ich glaube Innenverteidiger. Echt? Ich glaube schon, ja. Mein unangenehmster Gegenspieler? Brelembolo. Das kam schnell. Lieblings-Eissorte? Erdbeer. Mein bestes Spiel aller Zeiten? Bisher. Boah, schwierig. Ich hatte mal bei Basel so ein Spiel, wo ich 2 Elfmeter in einem Spiel gehabt habe und sonst noch ein bisschen gut was gehalten habe. Das war wichtig am Anfang gleich mal ein gutes Spiel zu machen. Ein bisschen was gehalten habe, aber bescheiden auch noch, sehr schön. Ich würde gerne einmal. Lange Zeit zu reisen. Wenn ich eine Zauberkraft haben könnte, dann? Würde ich, glaube ich, fliegen. Mein liebster Fußballsong. Der liebste Fußballsong. Irgendwann wird Gladbach wieder Meister. Den mag ich mittlerweile sehr gut. Ja. Echt? Ach, das ist ja geil. Der ist mir hängen geblieben, ja. Aus der Kurve? Oder hast irgendwie du den schon, keine Ahnung. Das ist, in letzter Zeit ist der immer wieder mir in Sorge geflüstert worden. Irgendwie ist mir der ein bisschen hängen geblieben. Ach, wie geil ist das denn? Ja, der ist aber auch gut. Könnt ihr auch anklicken, ja? Gibt's auch zu hören. Wenn du eine Fußballregel ändern könntest, welche wäre das? Oh, ich glaube, die Notbremse für Torwart, rote Karte, hat mich schon die ein oder andere abgeholt. Die würde ich, glaube ich, anpassen. Jetzt reden wir ganz kurz über deine Antworten. Brelembolo kam wie aus der Pistole geschossen. Warum das? Ja, ist auch ein ekelhafter Typ, so als Gegenspieler. Nee, ich muss mich da erinnern an mein erstes Profispiel für den FC Luzern, wo ich da ja nicht sehr gut ausgesehen habe und der war da jung und willig und spritziger als ich, muss man sagen, und hat mir den Ball vorbeigelegt, 11 Meter verursacht habe ich. Aber nach diesem Spiel wurde ich mal für ein Jahr ausgeliehen und deswegen ist mir Brelembolo ein bisschen Nerv im Kopf. Nee, aber ansonsten, mittlerweile hat sich das gelegt. Brel ist schuld. Vielleicht guckt er ja. Hast du mit ihm auch mal über Borussia Mönchengladbach gesprochen? Ich meine, ihr kennt euch auch aus der Nationalmannschaft, nicht nur aus der Schweiz. Ja, haben wir schon. Ja, klar. Nee, hat mir. Ich wohne mittlerweile im selben Haus, wo er gewohnt hat und deswegen haben wir uns da ein bisschen ausgetauscht über die Sache und auch über den Verein natürlich.
Ja, wie man die Schweizer kennt, niemand kann irgendwas Schlechtes über Borussia Mönchengladbach sagen, weil alle eine gute Erfahrung gemacht haben. Das haben mir schon viele nahegelegt. Auch Torhüter natürlich. Du bist einem Schweizer gefolgt. Wir hatten Jörg Stiel auch nochmal hier. Hast du mit dem auch mal gesprochen? Jetzt zu der Entscheidung hierher zu kommen nicht. Nein, ich habe zu Jörg Stiel nicht viel Kontakt. Ich kenne ihn von Basel-Zeiten früher auch noch, aber nie extrem nahen Kontakt oder engen Kontakt gehabt mit ihm. Ja, aber nochmal auf Brel Embolo zurückzukommen, immer noch Legende hier, Brel, weil du hast gesagt, ein ekelhafter Typ als Gegenspieler. So als Typ ist er natürlich sensationell. Ne? Also sehr lustig, ja, sehr lustig. Der ist wild, sehr ein wilder Kerl. Haben wir in der Mannschaft auch wilde Kerle? Ja, glaube ich schon. Glaube ich schon. Namen nennen, sehr schwierig, sehr schwierig. Möchte ich dich gar nicht nötigen. Nee, bin ich froh. Nee, hat schon sehr amüsante Typen hier auch in der Mannschaft und macht Spaß auf jeden Fall. Du hast auch bei den Fans fragen dich gesagt, die Mannschaft hat es dir einfach gemacht. Gibt es das eigentlich mal, dass man irgendwo hinkommt als neuer Spieler und eine Mannschaft es einem nicht einfach macht, dass man das Gefühl hat, nicht so willkommen zu sein, weil ich habe das noch nie gehört, dass das jemand gesagt hat. Das stimmt, ja, jetzt wo du sagst, würde sich eigentlich die Aussage auch erübrigen, wenn es die Mannschaft einfach macht und man sagt ja öffentlich nichts Negatives gegen die eigene Mannschaft, ja, aber hier war es in der Tat so. Nee, ich glaube, du findest in einer Mannschaft immer 2, 3, 4 Spieler, die gut zu einem passen, mit dem besseren Kontakt hat als vielleicht mit anderen und ja, dann passt das auch. Viel Reisen, hast du gesagt, würdest du gerne. Gut, jetzt habt ihr einige Reisen, Auswärtsreisen, international wir jetzt im Moment leider noch nicht, aber kann ja vielleicht auch noch kommen, aber du meinst wahrscheinlich private Reisen, ne? Ja. Man hat halt als Fußballer das ja nicht so viel Zeit, sich irgendwelche Weltreisen unter den Nagel zu reißen. Mehr oder weniger. Es ist halt so, dass man halt die ja, beschränkte Anzahl Ferienzeit hat und deswegen ja, ich hatte noch nie irgendwie eine richtig lange Reise gehabt und irgendwie die Welt ein bisschen erkundet und ja, das würde ich gerne irgendwann dann mal nachholen. Wie würdest du das dann machen? Mit dem Zug, mit dem Auto, mit einem Campingwagen oder auf deinem Instagram-Profil? Da seid ihr zu sehen, das sieht aus, als wären das Motorradjacken, als wenn ihr vielleicht auch mit dem Motorrad unterwegs sein könntet. Fährst du Motorrad? Nee, gar nicht. Ich weiß auch nicht, was für ein Bild das gewesen sein. Nee, gar nicht. Aber ich habe so diese Vorstellung mit so einem, ich weiß auch nicht, so ein Camper, kleiner VW T6 irgendwas oder so ein Mercedes Marco Polo, diese kleinen Camper ohne Toilette mehr oder weniger, wo man trotzdem noch ein bisschen in die Stadt reinfahren kann, nicht gerade das große Wohnmobil. Mit so einem Ding würde ich gerne mal ein bisschen rumreisen und ein bisschen ja, Zeit auf dem Camping und teilweise natürlich auch vielleicht mal in ein Hotel, wenn es mal eine Dusche braucht oder irgendwas, keine Ahnung. Nee, das würde ich schon gerne mal machen, aber ist halt zeitaufwendig, deswegen. Freust du dich da schon drauf? Auch wenn das Ende deiner Karriere noch, Gott sei Dank, lange, lange... Also ich habe jetzt keine Sehnsucht danach, aber das ist sicher auf meiner Bucketliste, was ich sicher noch erleben möchte irgendwann. Aber ich bin noch ja, 29, habe noch ein bisschen Zeit, jetzt kann ich mich immer noch auf Fußball konzentrieren und irgendwann dann werde ich das auch hundertprozentig nachholen. Ja, Gott sei Dank. Du spielst auch Golf, habe ich gesehen. Wir haben einige Golfspieler auch in der Mannschaft. Jonas Hofmann, Flacco, Tobi Sippel. Seid ihr schon mal losgezogen? Ja, wir waren das ein oder andere Mal schon auf dem Golfplatz, ja. Und? Wie würdest du dich einschätzen? Nö, ganz gut. Kann sicher gut mithalten. Man sieht natürlich bei Jonas Hofmann, dass er das, glaube ich, auch als Kind ein bisschen mehr gemacht hat. Das sieht man schon direkt, wie er da die Ausführung und alles drin hat. Das ist schon eindrücklich. Da sieht man, dass das gelernt ist. Aber trotzdem, ja, macht immer Spaß, mit den Jungs da mitzumachen, sich so ein bisschen zu fordern. Mit Jonas Hofmann Battles zu machen, lohnt sich sowieso immer. Der sagt ja von sich selber, das ist so sein Ding. Also Ehrgeiz, ja, also lässt dann noch nicht mal, keine Ahnung, Cousine oder Cousin gewinnen. Wie bist du? Ich habe das Gefühl, ehrgeizmäßig kommst du da auch hin, weil du sagst, ich möchte von 10 Bällen nicht 9 halten, sondern 10. Ja, was das Torwartspiel angeht, bestimmt, da bin ich schon, da strebe ich einen Perfektionismus eigentlich an, was halt eigentlich nicht möglich ist, aber das ist sowas, was mich halt immer, ja, vielleicht ein bisschen weitergebracht hat in der Vergangenheit, halt dieses ständige Verbessern und ständige Perfektionismus anstreben halt, das liegt mir sehr gut, aber kleinere Spiele kann ich mich auch mal zurücknehmen, da lässt sich mal auch meine Frau gewinnen, obwohl sie es nicht weiß. Ich hoffe, sie sieht das nicht. Nee,
Ja, ich sehe schnell ein, wenn ich was nicht kann und was ich gut kann. Und wenn ich was will, dann mache ich auch viel dafür. Aber wenn ich was nicht kann, dann ist mir auch egal. Was kannst du denn nicht? Was würdest du sagen, kannst du nicht so gut? Also ich bei mir wüsste sofort, was ich sagen will, tanzen zum Beispiel. Habe ich ja irgend so ein Quiz gemacht gegen Olschowski, was Fußballfragen anging. Und ich hatte keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung vom Fußball, was irgendwelche Quiz angeht oder irgendwie. Stadt, Land, Fluss, Allgemeinwissen, habe ich mich nie damit beschäftigt. Keine Ahnung, von der Schule ist nicht mehr viel hängen geblieben, irgendwie. Deswegen, ja, lasse ich das da meistens auch sausen. Du sprichst Jan Olschowski an, Tobi Sippel haben wir schon angesprochen, die anderen Torhüter oder auch unseren Torwarttrainer noch nicht, Fabian Otte. Ich habe gelesen, der hat dich, ja, was heißt überrascht, aber er hat sofort mal, als klar war, dass du zu Borussia wechseln würdest, hingelegt oder Analysen hingelegt, deine Spiele schon vorher analysiert. Hat dich das beeindruckt oder ist das ungewöhnlich? Doch, hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Das hatte ich bisher in der Form noch nie gehabt. Ich habe, glaube ich, noch. Doch, ich habe schon Torhüter-Trainer erlebt, die auch sehr akribisch arbeiteten und sehr sich damit befassen. Aber Fabiote ist schon nochmal. Ja, einfach ein guter Torwarttrainer, muss man einfach mal so sagen. Der ist einfach voll mit Herzblut dabei und lässt nichts dem Zufall über. Ja, lässt nichts, ja, nichts anbrennen und das ist das Schöne bei, ich bin 29, aber trotzdem kann ich von ihm immer noch was lernen und das gefällt mir sehr gut hier. Das ist auch ein sehr, sehr positiver Grund, wieso ich dann schlussendlich hierher gekommen bin. Das wirkt von außen übrigens auch so, also so die Torwartsgruppe, also obwohl man ja Konkurrenz ist, trotzdem alles immer sehr harmonisch. Ich glaube, das ist ja auch nicht immer und überall so. Ich glaube, das ist auch spielertypenabhängig. Ich bin ein Harmoniemensch. Ich habe nicht gerne Stress, ehrlich gesagt, mit anderen Personen eigentlich. Lässt sich teilweise auch nicht verhindern. Aber ich glaube, das hat unsere Torwarttruppe so an sich, dass alle eigentlich halt ja sehr gute Typen sind und halt sich auch gegenseitig pushen und irgendwie ja eine gute Harmonie in der Truppe haben. Und deswegen ja, macht es auch Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Wenn Fabi Otte zum Beispiel ein kleines Mosaiksteinchen war, was dich überzeugt hat, zu Borussia zu wechseln, was war denn sonst noch so im Gesamtpaket? Also was gefällt dir an Borussia, beziehungsweise was hat dich dann noch überzeugt? Ja, schlussendlich ist es natürlich auch die Bundesliga, die extrem ja, lukrativ ist für als Spieler, weil es einfach Zuschauerzahl ist einfach enorm. Das hat man in anderen, also hatten wir in Frankreich halt einfach nicht. Du hast natürlich schon in Frankreich auch ein paar Vereine, die gute Zuschauerzahlen haben und wo gute Stadien sind. Aber hier in Deutschland ist es natürlich nochmal so, dass es einfach in jedem Stadion hast du eigentlich gute Stimmung, mehr oder weniger. Es ist natürlich, und dann Borussia Park selbst, ich meine, dieses Jahr haben wir wieder gesehen, neuer Zuschauerrekord anscheinend. Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist schon krass für München, Gladbach in so ein Einzugsgebiet, so viele Personen jedes zweite Wochenende ins Stadion zu bringen. Das macht dann natürlich schon sehr viel Spaß, hier Fußball zu spielen. Und dann nach Frankreich war ich einfach froh, dass ich sage jetzt auf meine Muttersprache kommunizieren konnte. Das war für mich mittlerweile auch sehr wichtig, nicht nur im Fußballbereich, sondern auch im Privaten halt so mit meiner Frau und alles drum und dran, dass wir flexibler sind, dass wir alle Sachen selber organisieren können, wenn halt keine Sprachbarrieren da sind. War schon auch ein großer Grund, aber dann, ja, wie gesagt, Fabi Otte, Borussia Mönchengladbach mit dem Stadion, mit der Stimmung und alles drum, mit der Geschichte im Hintergrund, ja, einfach ein Riesenverein, braucht man eigentlich nicht lange zu überlegen. Obwohl die Gemengelage, sage ich jetzt mal, sowohl diese Saison als auch davor ja nicht ganz unkompliziert war, um es so zu sagen. War das auch zumindest mal in den Überlegungen? Oder bist du jemand, der sogar so Herausforderungen sucht? Das Gute ist, ich verfolge den Fußball nicht extrem, deswegen ist mir das gar nicht so zu Ohren gekommen, dass es nicht so gut gelaufen ist. Deswegen, ich komme mir das auch nicht drauf an. Ich schätze das immer, ich bin jemand, der immer nach vorne guckt. Ich schaue Training für Training, Spiel für Spiel und wenn es jetzt halt mal nicht so gut gelaufen sind, dann sehe ich das als Aufgabe, dass wir das wieder ändern. Und deswegen, ja, für das bin ich hier, für das möchte ich ja, mich einsetzen, dass der Borussia Mönchengladbach wieder auf die richtige Spur kommt, dass wir wieder mehr Spiele gewinnen,
auch auswärts. Und dann, ja, dass wir wieder Zeiten hier hinkriegen, wo, ja, was halt richtig Spaß macht für alle Beteiligten, was Fußballspieler und halt auch als Fans. Ja, aber wie cool, du guckst gar nicht so viel Fußball? Nee, gar nicht. Gar nicht? Ja, so wenn jetzt mal Man City gegen Real Madrid Champions League spielt und ich den einen oder anderen Spieler noch kenne von Nationalmannschaft oder was auch immer, dann da guckt man schon rein, aber ansonsten, nee. Deswegen habe ich auch keine Ahnung, wenn mich gefragt werde, welche Trainer schon die Champions League gewonnen haben oder was auch immer. Ja, ich weiß es nicht, einfach nicht, keine Ahnung. Hattest du auch früher als Kind gar nicht so einen Lieblingsverein oder Trikots gesammelt? Nee, oder? überhaupt nicht. Ich bin einfach immer sehr gerne Torwart gewesen und das ist das Einzige, was mich interessiert. Das alles andere, ich sage auch von mir, taktisch gesehen, habe ich keine Ahnung vom Fußball. Also ich mittlerweile natürlich schon, habe ich ein bisschen was aufgeschnappt auch, aber ich bin mehr der, ja, Fußball, Torwart, das interessiert mich sehr. Einfach meine Position, wenn ich Fußballspiele gucke, dann gucke ich, was die anderen Torhüter so, was die so machen, was die für Qualitäten haben. Aber ansonsten interessiere ich mich sehr wenig für. Hast du denn da ein Vorbild oder damals gehabt? Früher ja, früher war so Edwin van der Sar für mich immer cooler Typ, cooler Torhüter. War immer sehr eindrücklich und heute ist es so, dass du nicht mehr nur ein Torhüter selbst hast, sondern so die einzelnen Qualitäten von allen ein bisschen rauspickst und dich dir so den perfekten Torhüter bastelst. Du bist für Borussia jetzt im Moment auf jeden Fall der perfekte Torhüter, dann kommen wir mal zu deiner Zeit zu Borussia. Wir haben schon gehört, du bist gut aufgenommen worden von der Mannschaft und hast ja sofort auch ein gutes Standing gehabt bei den Fans. Und dabei hattest du ja einen Vorgänger, der auch große Fußstapfen hinterlassen hat. Machst du dir über sowas Gedanken? Nö. Auch nicht? Nee, cool. Wie gesagt, ich kenne Jan als Typ von der Nationalmannschaft und ich weiß, dass er ein überragender Typ ist, ein super Torwart ist, aber ich habe mir nie groß Gedanken gemacht, diese Fußstapfen jetzt irgendwie auszufüllen, weil ich glaube, jeder Torhüter hat irgendwie seine eigenen Qualitäten, was er einbringen will und schlussendlich hat Borussia Mönchengladbach sich nachher für mich entschieden und irgendwas habe ich ja dann in der früheren Zeit auch richtig gemacht, deswegen, sonst wäre man ja nicht auf mich gekommen und ich bin eigentlich gelassen hierher gekommen und habe mich einfach gefreut, hier zu sein, weil es vorher nicht alles so gepasst hat, wie ich das gerne hatte und ich war froh jetzt über diese neue Chance, die mir gegeben wurde, hierher zu kommen, halt hier, ja, an einem anderen Ort wieder meinen Beruf auszuüben. Wie würdest du denn die Zeit, die du jetzt hier bist, angefangen hat es mit dem Spiel gegen Leverkusen, jetzt wo wir hier sitzen, haben wir gerade das Rückspiel gegen Leverkusen hinter uns, wie würdest du die erste Zeit beschreiben? Ja, es war, ich würde mal sagen, resultatmäßig nicht so erfreulich, wie ich mir das erwünscht hätte. Aber ansonsten, ich habe Spaß an meinem Job, ehrlich gesagt. Ich bin gerne Torwart, ich halte gerne Bälle und Arbeit habe ich ja mehr oder weniger genug da in den Spielen, von dem her wird es mir sicher nicht langweilig. Ich bin extrem voller, als ich gekommen bin, war ja die Saison mehr oder weniger, nee, noch nicht gelaufen, aber es konnte ja nichts mehr passieren gegen unten, so in dem Stil, aber es ist allgemein noch nicht so gut gelaufen. Ich habe mir jetzt aber schon ziemlich bald dann mal das Ziel gesetzt, einfach für die neue Saison, wenn man sagt ja von, man spricht von Umbruch in der Mannschaft oder was auch immer, keine Ahnung. Und ich freue mich einfach extrem auf die neue Saison, wo ich von Anfang an dabei bin und wirklich was mitgestalten kann, mitbewegen kann. Und ich bin wirklich voller Vorfreude auf die neue Saison und einfach voller Tatendrang hier von Anfang an mitzuwirken. Ja, du hast gesagt, du bist jemand, der nach vorne guckt, wie auf Reset drücken und dann haben wir ein weißes Blatt Papier vor uns alle, was wir gut neu beschreiben können. Ist in jedem Spiel sind 3 Punkte zu vergeben und deswegen bringt es nichts, nicht groß dann zurückzuschauen, sondern ja, nur ein bisschen zu analysieren, was man schlecht gemacht hat und das halt beim nächsten Spiel wieder besser zu machen. Das sind weiter zurück möchte ich auch gar nicht blicken oder weiter nach vorne möchte ich nicht blicken, sondern ich bin jemand, der Tag für Tag schaut und jeden Tag irgendwie das Beste rausholen möchte und dann halt am Wochenende das Spiel gewinnen und der Rest interessiert mich nicht groß. Du spielst auch immer in Gelb. Die Torhüter dürfen, glaube ich, manchmal mitreden, wie die Farbauswahl ist mit den Ausrüstern. Jetzt weiß ich gar nicht, bist du schon früh genug gekommen, um da noch ein Wörtchen mitzureden bei Puma, wie wir in der nächsten Saison spielen oder war es ein bisschen zu spät? Ja, das Muster war, glaube ich, schon vorgegeben anscheinend. Ich darf jetzt darf ich es verraten, jetzt sind wir nach der Präsentation und alles drum und dran. Ich konnte in der Tat die Farben ein bisschen angucken, aber so viel Auswahl hatte ich gar nicht. Also ich habe nicht alles ausgesucht, also
Aber dem Geld bin ich treu geblieben. Was hättest du genommen, wenn du selbst designen dürftest? Komplett? Ich habe einfach gerne Uni, Basic, keine Ahnung, nichts groß speziell. Ein bisschen was Leuchtendes habe ich immer gerne. Dann habe ich das Gefühl, die Stürmer schießen mich vielleicht eher mal ab oder was auch immer, keine Ahnung. Vielleicht das beeinflusst das die. Aber ansonsten ziehe ich an, was sie mir geben. Das meine ich auch, ist mir eigentlich wurscht. So. Uni, das heißt, so Trikots wie Uwe Kamps früher getragen hat er nicht. War der bunte da? Der war richtig bunt. Okay. Ja, genau. Nee, lieber gelb, gelb, gelb oder was auch immer, keine Ahnung. Einfach, ja, Basic an. Ich habe gesehen, dass dich jemand angeschrieben hat bei Instagram, der schreibt, da muss ich noch kurz drauf eingehen, weil ich das so lustig fand. Hello Mr. Omlin, you're my favorite goalkeeper bei FIFA 23. Also er wählt dich immer als Torhüter. Spielst du FIFA 23? Nee, gar nicht. FIFA ist nie. Ich zock zwischendurch mal ein bisschen Call of Duty oder was auch immer, aber FIFA gar nicht. Hat mir wieder zu viel mit Fußball zu tun. Bin ich wieder überfordert. Also E-Sport ja, aber nicht FIFA. Ja, das genau. Wird unsere E-Sport-Abteilung natürlich nicht gerne hören, dass du nicht FIFA gerne zockst. Du fühlst dich wohl, deine Familie fühlt sich wohl, das hört man gerne, aber gibt es vielleicht trotzdem irgendwas, was du in Deutschland vermisst? Was es hier nicht gibt, was es in deiner Heimat aber vielleicht gibt? Ein richtig schönes Käsefondue, über so, du magst Käse, hast du gesagt. Ich gucke gerne aus dem Fenster und habe ein bisschen Berg vor der Haustür. Das finde ich hier ein bisschen schwierig, da ist ja in der Flachland angesagt. Ich bin gerne in Bergen, ich habe gerne Schnee, was auch immer. Im Winter natürlich ein bisschen in die Höhe gehen, das mache ich immer sehr gerne. Das vermisse ich hier ein bisschen. Aber was man halt hier auch nicht hat, ist die Familie, die zu Hause lebt. Das ist halt so und das geht, glaube ich, jedem gleich. Ich bin ein Familienmensch und habe immer Freude, wenn Besuch von zu Hause kommt. Und ja, die kommen auch oft vorbei. Hast du noch viel Kontakt auch zu deinen Freunden, die du eben ganz am Anfang angesprochen hast? Zu wenig, immer Tag zu wenig. Die waren alle auf meiner Hochzeit, aber ich bin halt extrem viel unterwegs. Man kann sie nicht einfach so treffen, jetzt wo du sagst. Das letzte Spiel, was wir schon beschritten haben, wenn das rauskommt, da werden zwei Freunde von früher waren auf der Tribüne. Ja, man hat immer wieder so ein bisschen Kontakt, man ist in diesem Gruppenchat, aber ich melde mich sehr, sehr selten, zu selten. Ich bin sehr schlecht, was Kontakt aufrechterhalten geht. Aber ja, ich hoffe, dass das irgendwann, wenn ich dann wieder in der Schweiz wohne, dass das wieder mehr der Fall wird sein. Und du wirst eingelaufen sein, auch im letzten Spiel gegen den FC Augsburg. Ich hoffe. Mit den Red Hot Chili Peppers. Die hast du dir gewünscht zum Warmmachen. Die pushen dich. Ist das deine Lieblingsband? Oder? Nö. Aber dieses Lied, das hat auch mit meinen ersten Spielen in Luzern zu tun, da war schon diese Musik, wie es immer gekommen, wenn man ins Stadion reingelaufen ist beim Einlaufen und deswegen habe ich das wieder gewählt, weil es so irgendwie, keine Ahnung, von früher noch kenne ich das noch und ich wollte das eigentlich immer wieder mal einführen und hier wurde ich das erste Mal wieder mal gefragt, seit Luzerner Zeiten, welches Lied du haben möchtest und dachte, okay, dann machen wir wieder das gefällt mir. Dann das. Wirst du das in der neuen Saison beibehalten oder machen wir da ein anderes? Nee, ich glaube, das behalten wir bei. Das gefällt mir. Pusht auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ja? Also ich hoffe es. Nee, ich finde es wirklich ein gutes Lied zum Einlaufen. Ich bin jetzt mal motiviert dann wieder. Noch mehr motiviert. Finde ich auch. Hast du überhaupt eine Lieblingsband, Lieblingsmusik? Ich habe gehört bei den Fanfragen eher so oldschool, ne? Ja, ich habe gerne nicht so verkabelte Musik, sondern halt Instrumente, halt noch nicht die Computermusik oder wo die Stimmen halt noch nicht irgendwie damit Autotune oder was auch immer verfärbt sind. Aber ich höre grundsätzlich eigentlich alles. Ich höre wirklich durchs Band, Radio, egal was für Musik. Wenn ein bisschen Rhythmus drin ist, dann schießt es schon mal in die Hüfte rein. Ja, bist du ein guter Tänzer? Nee, eigentlich nicht. Unter der Dusche vielleicht, wenn mich niemand sieht, aber ansonsten gar nicht. wenn du im Auto fährst mit jemandem, wer bestimmt die Musik? Der Fahrer? Der Beifahrer? Oder? Der Fahrer normalerweise. Und ich fahre sehr oft, deswegen läuft wahrscheinlich meine Musik. Meine Frau mittlerweile hat die mehr oder weniger dieselben Lieder auf dem Handy, weil man sich halt schon lange kennt und ein bisschen was miteinander erlebt hat, hat man gleiche Interessen, aber ja, es läuft schon immer mehr oder weniger meine Playlist. Und eben genau, möchte ich drauf zurückkommen, Autobanks war die Serie, die du guckst, ne? Was ist das? Die ist eigentlich, ich habe die einmal angefangen und jetzt ist irgendwie vor kurzem oder schon ein bisschen länger ist die neue Staffel rausgekommen und das ist irgendwie die einzige Serie, wo ich mit meiner Frau auf der Couch abends gucke und deswegen ist es momentan aktuell, weil wir nicht so viele Serien, nicht so viel gucken und die war jetzt im Moment, ist die aktuell, die gucken wir im Moment und ja.
Ihr habt ja wahrscheinlich demnächst dann noch weniger Zeit für sowas mit zwei Kindern. Also ich bin selbst Papa von einem. Das ist schon manchmal Action genug. Bleibt denn da überhaupt noch Zeit für viel? Ja, ich hoffe, die schlafen nochmal abends, hoffentlich, ehrlich gesagt. Irgendwann muss man ja auch Feierabend haben. Nee, einer ist schon tough und ich will mir gar noch nicht ausmalen, wenn es dann zwei sind. Ich glaube, das wird eine intensive Zeit, aber ich habe eine sehr, sehr gute Frau ausgesucht, die mir sehr viel zu Hause abnimmt und deswegen, ja, Dankeschön. Also jetzt hoffen wir doch, dass da, ich hoffe, jetzt muss ich sagen, dass ab hier darf sie dann gucken. Genau, ab Minute so und so darf sie reinschalten und gucken. Dann werfen wir nochmal ganz kurz einen kleinen Blick nach vorne in die neue Saison. Du hast schon gesagt, klar, neues Kapitel mitschreiben, aber was würdest du zum Beispiel gerne mal als Schlagzeile über dich in Zukunft sehen? Muss gar nicht nächste Saison sein, kann auch übernächste Saison sein. Gibt es da eine Titel, Schlagzeile, die du gerne mal sehen würdest? Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ich habe mir so jetzt die letzten paar Wochen Gedanken gemacht oder auch für die neue Saison, was auch meine Planung angeht für die Vorbereitung. Mein Ziel ist es, alle Spiele zu bestreiten und das ist für meine Vorgeschichte ja, eine taffe Ansage. Wenn da wirklich steht, Ende Saison, Jonas Omlin hat 36 Spiele gemacht, dann bin ich schon stolz, muss ich schon sagen, weil ja, das ist mein Ziel und wenn ich dann 36 Spiele noch gute Leistungen abgerufen habe, dann umso besser. 36 nimmst du DFB-Pokal, nee, 34. Ah, DFB-Pokal, ja, dann halt die alle Spiele, sagen wir einfach alle Spiele gemacht, ist mir egal. Das wäre sicher sehr cool und dafür werde ich den Sommer nochmal alles machen, dass ich die ganze Saison durchziehen kann. Also gute Vorbereitung, Grundlage legen ist auf jeden Fall wichtig. Nicht nur für einen Torhüter, aber Torhüter, den sagt man ja nach, das sind spezielle Menschen mit links außen damals, als es die gab. Würdest du dem zustimmen eigentlich? Es gibt bestimmte spezielle Menschen, aber ja, ich bin Torhüter, aber ich fühle mich jetzt nicht irgendwie als Außerirdischer oder was auch immer. Ich bin, glaube ich, ein Mensch wie jeder andere auch, vielleicht nicht wie ein Spieler, weil die nochmal ein bisschen anders sind. Sind halt schon ein bisschen anders als ein Torhüter, aber... Ja, es gibt spezielle, aber bis jetzt habe ich wenig spezielle Torhüter erlebt. Hast du auch nicht irgendein Spleen oder irgendein besonderes, wie sieht ein Ritual, wie sieht so ein Spieltag bei dir aus? Bei mir ist es so, aus der Ruhe kommt die Kraft, möglichst wenig bewegen, möglichst wenig Energie sparen, nicht groß irgendwie sich Gedanken zu machen, sondern dann mit einer Lockerheit, mit Ruhe ins Spiel, ins Einlaufen und irgendwie ja, hat Ruhe ausstrahlen und ja, nicht weniger ist mehr, sage ich mir manchmal. Aber du hast das nicht, dass du mit dem linken Fuß zuerst auf den Rasen gehst nicht. Oder abergläubisch bist wegen irgendwas. Nee, gar nicht. Ich habe so ein paar Rituale, wo ich einfach immer mache. Ich puste immer ganz gerne in meine Handschuhe rein, weil es sich einfach wärmer anfühlt. Es fühlt sich gut an, keine Ahnung. Also so von oben so dann rein? Ja, oder? Genau, rein. Ja, rein. Okay. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso ich das mache, ich mache es glaube ich schon immer, aber es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich es mal nicht machen würde oder so. Es hat jetzt irgendwie nicht groß da diese Rituale, wo unbedingt sein müssen. Und du möchtest auf jeden Fall weiße Fangflächen haben, ne? Ja, genau, das schon, ja. Ich mag nicht, ich muss sehen, wenn mein Belag dreckig ist oder so, wenn ich die wirklich richtig waschen muss, bei schwarzem Belag sehe ich das nicht. Deswegen habe ich mir das so, ja, angeeignet. Und Puma ist, glaube ich, dein Ausrüster, die sagen dann, okay, mach mal weiß. Genau, ja, genau. Die haben halt so teilweise so schwarzen oder so, keine Ahnung, schwarze Stücke noch auf dem Belag drin gehabt oder so, und das möchte ich nicht unbedingt haben und deswegen habe ich gesagt, ich habe lieber einen weißen Belag. Eine Frage habe ich hier noch von unserem Praktikanten, beziehungsweise der hat auch gut vorgearbeitet mit einigen Fragen. Der wollte gerne wissen, hast du die Rivalität zwischen Köln und Borussia Mönchengladbach eigentlich vorher schon gewusst und hast du das besondere Flimmern gemerkt im Derby? Es wurde sehr viel gesprochen vor diesem Spiel, dass es eben halt diese Rivalität und alles, dass das ein sehr wichtiges Spiel für die Fans ist und alles. Und ich habe mich extrem auf dieses Spiel gefreut, weil das sind so die Spiele, wo es halt ja, auch wenn es immer nur um drei Punkte geht, es geht auch ein bisschen um ja, Revierderby halt. Es ist halt, ja, man muss dieses Spiel gewinnen. Beim Spiel war ich dann ein bisschen... Ich hatte Stadien, wo schon mehr Stimmung war, aber das war halt resultatabhängig. Wenn so ein lausiges 0-0 dann rauskommt, irgendwie, wo halt nichts läuft, so, dann kommt auch nicht so diese extreme Stimmung halt raus, wo man halt in einem Derby halt irgendwie erhofft, wenn da irgendwann ein 1-0 ist oder so, dann ist halt, eine Seite muss dann halt irgendwas machen, mehr oder weniger, und das war beim ersten Derby jetzt bei mir in Köln halt noch nicht der Fall, aufgrund vom 0-0,
wo ich sagen muss, das Torhüter und das Torhüter finde ich es ganz okay, wenn ich kein Tor kriege, aber es wäre natürlich schön, wenn wir dann auch noch Tore schießen würden. Das wollte ich gerade sagen, aus dem Mund eines Torhüters zu hören, ein lausiges 0-0. Ja, in einem Derby, in so einem Spiel erhofft man natürlich schon, dass irgendwas läuft, halt, dass irgendwie das dann ein Feuer empfacht oder was auch immer, aber beim 0-0 ist es halt einfach irgendwie nicht ganz so möglich, dass da extreme Stimmungen entstehen. Ich glaube, du hast vier oder fünf weiße Westen, sagt man ja immer, ne, zu null Spiele in dieser Saison. Dabei hast du gar nicht die ganze Saison gespielt, also hochgerechnet wäre das ja ein ganz guter Schnitt. Ist dir das wichtig? Ja, habe ich sehr gerne, wenn ich zu null spiele. Dann. Das ist schon, ja, das ist schon die erste Aufgabe am Tag, wenn ein Spieltag ist. Man möchte halt, dass du heute die Null halten. 3-1 verlieren, 3-1 gewinnen. 3-0 wäre besser gewesen. Also als Torwart ist halt einfach so, weil wenn man ein Tor kriegt, irgendwas kann man immer suchen, was auch immer, was man besser machen hätte können. Die Null, wenn die Null steht, dann fühlt man sich sicher bereits besser, als wenn man ein Tor bekommen hat. Okay, wir wissen, du wirst nächste Saison wieder die Grundlagen legen, um alle Spiele zu machen. Kommt alle gesund über die Zeit. Danke, dass du da warst. Sehr gerne, danke für die Anfrage. Danke, dass ihr reingeklickt habt, sowohl bei YouTube auf unseren sozialen Netzwerken als auch hier in den Fohlen-Podcast. Und das letzte Wort gehört immer unserem Gast, also dir. Ja, dann schaut mal rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Knippi wird hoffentlich nächste Saison auch uns wieder ankündigen im Stadion und dann auch richtig die Bude einheizen.